Für viele ist Drachenwandel das beste Set aus der Schwert- und Schild-Ära und das ist auch nachvollziehbar, weil wir da die stärksten Karten haben und auch die stärksten Preise, wenn wir ein Display verkaufen wollen. Die Displays fangen so richtig bei 400 Euro an, ob jetzt Deutsch oder Englisch, und das ist wirklich sehr viel Geld für ein sehr, sehr starkes Set. Und das kann man auch den Leuten nicht übel nehmen, weil wir einfach hier die Karten haben, die jeder haben möchte, aus der Schwert- und Schild-Ära. Und wenn man jetzt trotzdem noch aktiv was aufmachen möchte, besteht immer die Gefahr, dass lose Booster abgewogen sind oder repackt sind, weswegen ich euch zum Beispiel auch selten empfehle, einzelne Booster zu kaufen. Wenn ihr einzelne Booster haben wollt, dann weicht am besten auf Produkte aus. Und heute zeige ich euch 11 Produkte, in denen ihr Drachenwandel-Booster bekommt, die teilweise beim UVP liegen oder noch unter UVP. Also viel günstiger wird es eigentlich nicht mehr. Und lasst auf alle Fälle einen Kommentar da, wenn ihr Produkte kennt, in denen man Drachenwandel-Booster bekommt. Ich finde das immer sehr interessant. Und dann fangen wir an mit dem ersten Produkt. Das ist einmal das englischsprachige Pencil Case, was im Jahr 2022 rauskam. Das kostet 11 Euro, hat 2 Booster drin. Und davon ist einmal Astral Radiance. Ist gar nicht mal so ein schlechtes Set mit dem Subset. Und das zweite Booster ist einmal Evolving Skies. Und das ist einfach sicherer, weil es ist viel aufwendiger, ein ganzes Case oder eine Tinbox oder eine Kollektion zu repacken, anstelle von einem Booster abzuwiegen. Also wenn man wirklich da mit dem Hintergedanken reingeht, da was abzuwiegen oder zu manipulieren, macht man das ja eigentlich eher mit Einzelbooster. Aber ja, ein Pencil Case, 11 Euro, werden die günstiger, glaube ich eher weniger. Ein 5er für einen Drachenwandel Booster und ihr habt noch eine Tinbox, die wahrscheinlich eh keiner braucht. Bevor wir zum zweiten Produkt kommen, auch hier ein Shoutout und Credits einmal an Team Henners, denn von ihnen habe ich 3 Picks für diese Liste aus seinem Video übernommen. Ist ein gutes Video, ist in der Videobeschreibung verlinkt, schaut da gerne rein. Der zweite Punkt ist einmal die englischsprachige Boltund V Box. Die fängt bei 15 Euro an, enthält 2x Brilliant Stars. Ich persönlich finde, das ist ein gutes Set. Dann einmal Fusionsangriff bzw. Fusion Strike und einmal Evolving Skies. Und das finde ich ist echt kein verkehrtes Produkt. Die Promos lassen wir mal außen vor, die finde ich jetzt nicht so interessant. Aber Brilliant Stars ist eigentlich auch ein Set, bei dem ich sagen würde, ja, kann man auf alle Fälle auf den zweiten Platz setzen von der Schwert- und Schild-Ära. Wir haben da Glurak und einen Arceus mehrmals, was wir daraus ziehen können. Und da fangen die Displays jetzt auch so bei 180 Euro an. Das war das Letzte, was ich sah. Und das dauert nicht lange, bis die bei 200 Euro liegen. Von daher, Produkte mit Evolving Skies und Brilliant Stars sind sehr, sehr stark. Und hier haben wir beide Sets drin, 15 Euro. Ist ein guter Preis. Dann haben wir das dritte Item und das ist das gleiche Item noch einmal. Die Belektro V-Box, aber halt auf Deutsch. Die fängt bei 18 Euro an, enthält 2x strahlende Sterne, 1x schaurige Herrschaft, nicht Fusion Strike, und 1x Drachenwandel. Das gleiche auf Deutsch, schaurige Herrschaft, finde ich auch sehr, sehr, sehr stark. Fände ich besser als Fusion Strike, wahrscheinlich schon. Und man zahlt nur ein bisschen mehr dafür und hat sogar deutsche Booster. Das vierte Item auf unserer Liste ist einmal die deutsche Hisuin Tornupto V-Box. Die fängt bei 20 Euro an und enthält 2x Astralglanz, 1x schaurige Herrschaft und 1x Drachenwandel. Und da stellt sich die Frage, hey, welches jetzt findet ihr besser, das eine oder das andere? Und da könnt ihr ganz gut switchen. Preislich nimmt die sich jetzt nicht viel von der Belektro-Box und ihr habt hier auch andere Booster. Ich persönlich fände aber die Belektro-V-Box doch ein bisschen besser. Dann haben wir an der fünften Stelle die, wir haben sogar 2 Items, sehe ich gerade, ab 27 Euro die englische Glaceon oder Leafeon Fausta Collection. Die haben 2x Fusion Strike Booster, 1x Chilling Rain und 2x Evolving Skies. Also das erste Produkt mit 2x Evolving Skies. Es sind schöne Promokarten, wir haben sogar eine Jumbo-Karte. Das Problem ist halt, man zahlt halt für die ganzen Promo-Artikel immer mit, weswegen halt auch so der große Preissprung ist. Aber 2x Evolving Skies finde ich nicht schlecht. Das kann man auf alle Fälle machen. Dann haben wir auf dem, oder das sechste Item, ich will jetzt aufhören zu zählen, das habe ich mir zum Beispiel jetzt auch ein Display geholt mit 4 Stück. Das ist die englische Juniper Collection ab 30 Euro. Und die ist echt sehr, sehr stark. Wenn ihr meine Videos aktiv verfolgt, dann wusstet ihr, dass ich mir das kaufen werde, weil ich habe es erst vor kurzem, vor ein, zwei Videos mal angekündigt. Die fängt bei 30 Euro an, enthält 3x Brilliant Stars Booster,
zweimal Fusion Strike Booster, einmal Evolving Skies Booster und auch einmal Evolving Skies. Nee, Chilling Rain und Evolving Skies, so rum. Das ist wirklich sehr solide. Ganz klarer Fokus auf natürlich Brilliant Stars. Aber ich finde generell die Auswahl sehr, sehr, sehr stark. Der Preis ist auch sehr, sehr stark. 30 Euro, das ist weit unter UVP. Ich meine, die haben UVP von über 40 Euro. Und hier jetzt ein bisschen Werbung, aber unbezahlte Werbung. Ich habe die gekauft bei Pokewirt. Schau da gerne vorbei. Der hat, glaube ich, auch noch ein paar da. 4 Stück bekommt man vielleicht mit ein bisschen Glück, sie sogar komplett sealed, starkes Item. Dann haben wir als nächstes auf Deutsch die Glaziola und Fuliburba Fauster Kollektion, hatten wir gerade eben auf Englisch. Auf Deutsch fängt die aber bei 33 Euro an und hat zweimal Fusionsangriff, einmal Kampfstile und einmal Drachenwandel. Ich persönlich würde euch eher die englische empfehlen, weil wir halt da einfach einmal weniger Drachenwandel haben. Wenn ihr aber unbedingt Deutsch haben wollt, dann ist das vielleicht ein Pick für euch. Ist ein interessantes Produkt, aber bisher würde ich sagen am schwächsten. Da hilft mir dieser Premiumpreis, weil es Deutsch ist, auch nicht viel, weil Fusionsangriff ist ein gutes Set und Kampfstil ist auch nicht so schlecht, aber die anderen Items hatten einfach bessere Sets drin, deswegen. Dann haben wir als nächstes für 34 Euro, nur 1 Euro teurer, die deutsche Lucario V-Star Premium Collection. Und das ist ein Item, ich glaube, das ging bei vielen unter, weil in der Zeit auch viel rauskam, was einfach interessanter war. Und das ist auch einfach eine Resteverwertung mit Boostern, die einfach noch die Pokémon Company über hat. Das ist so meine Vermutung. Es enthält zweimal strahlende Sterne, einmal Fusionsangriff und zweimal Drachenwandel. Und ich denke, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich mag die Promokarten. Auch hier, glaube ich, wieder eine Jumbo-Karte, für die man immer wieder mit drauf zahlt. Verkauft die einfach. Aber strahlende Sterne und Drachenwandel zweimal, das sind starke Sets, jeweils zweimal auf Deutsch. Ist ein gutes Item. Dann haben wir als nächstes ab 40 Euro die deutsche Professor Esche Collection. Und ihr seht hier, was ein Sprung ist von 30 auf 40 Euro. Aber die ist auch nicht verkehrt, weil wir haben hier zweimal schaurige Herrschaft, dann haben wir dreimal strahlende Sterne und zweimal Drachenwandel. Das sind komplett solide Sets. Kein Set, bei dem ich sagen würde, okay, muss nicht unbedingt sein. Und dann haben wir auch ein paar Mal die Sets. Also nicht nur einmal, sondern ein paar Mal. Das merkt man aber auch beim Preis. Fängt ab 40 Euro an. Mit allem drum und dran seid ihr ganz schnell bei 45 Euro. Aber ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Vor allem, weil wir hier nur solide Sets drin haben. Dann das vorletzte Item ist einmal ab 99 Euro. Und ihr wisst es alle, es ist die englische Charizard Ultra Premium Collection. Die enthält zweimal Lost Origin, dreimal Astral Radiance, dreimal Fusion Strike, einmal Vivid Voltage, einmal Darkness Ablaze und dreimal Brilliant Stars sowie dreimal Evolving Skies. Das ist ein komplettes Gesamtpaket, eine Zusammenfassung an fast allen Sets, die vorher rauskamen. Und das ist ein starkes Item. Da ist aber nicht nur der Fokus auf Evolving Skies, würde ich sagen. Wenn ihr den Fokus auf Evolving Skies oder Drachenwandel habt, dann seid ihr besser dran, wenn ihr euch die Belectro-Box vielleicht holt. Oder was war da nochmal? Genau, die Glaceon, Leafeon, Fauster Collection. Da habt ihr fast genauso viele Booster an Drachenwandel, zahlt aber nur einen Bruchteil vom Preis. Also die Glurak-Box holt man sich nicht nur wegen Drachenwandel, aber ist halt auch an sich grundsolide. Und das letzte Item, ihr könnt es euch schon wahrscheinlich denken, wenn ich die englische Glurak-Box erwähne, dann werde ich auch das Drachenwandel-Display für 450 Euro empfehlen, weil ihr bekommt da 36 Booster für 450 Euro. Wenn wir dann noch bei der englischen sind, dann machen wir auch die deutsche Glurak-Box natürlich. Und die fängt bei 130 Euro an. Enthalten sind zweimal verlorener Ursprung, dreimal Astralglanz, dreimal strahlende Sterne, dreimal Fusionsangriff, dreimal schaurige Herrschaft und zweimal Drachenwandel. Finde ich wegen den Boostern für strahlende Sterne interessant, aber das wäre für mich kein Argument. Ich finde persönlich die deutsche Box viel schwächer als die englische Box, weil man einfach viel mehr zahlt und halt auch von der Booster-Auswahl finde ich es ein bisschen monotoner. Also die Sets, was verlorener Ursprung, Astralglanz,
Fusionsangriff, Schauriger, die sind alle cool, aber die bekommst du auch bei Produkten, die viel günstiger sind. Und das sind für mich Bonus-Booster. Ich möchte hier Drachenwandel haben und da finde ich die günstigen Produkte, wie zum Beispiel die Juniper Collection, Deutsch-Englisch, die Fausta-Kollektion, einfach viel interessanter. Man muss wissen, was für einen Fokus man hat. Und das waren 11 Produkte, die ich euch vorgestellt habe. Wenn ihr weitere kennt, kommentiert sie sehr gerne, lasst ein Like und ein Abo mit der Glocke da, um das zu supporten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.